Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal mit dabei, der Phasus im Hintergrund. Ja, hallo. Und zusammen wollen wir euch heute eine Simulation vorstellen, die ja auf den Namen ÖPNV-Simulation hört. Und nein, wir haben damit nichts zu tun. 3D-Simulation des öffentlichen Personennahverkehrs, so nennt sich das Ganze, entwickelt von Alan Smeitsch. Und das Ganze ist eine Bachelorarbeit von der Goethe-Universität Frankfurt am Main, im direkten sogar Technology Lab, so nennt sich das Ganze. Und wir wollen euch heute diese Software einfach mal vorstellen. Nachher könnt ihr das Ganze selbst testen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr einfach mal wissen wollt, was eigentlich bei euch so in der Stadt los ist, werden wir euch nachher dann noch so ein bisschen was erzählen, wo ihr das Ganze denn runterladen könnt und so weiter. Aber erstmal wollen wir hier mal so ein bisschen reinstarten und wollen uns das Ganze mal hier so ein bisschen angucken, was das so ist. Und zwar haben wir hier auch einen kleinen Text, dass erstmal hier über diese Simulation erstmal ist. Diese Simulation generiert anhand von Benutzereingaben automatisch eine dreidimensionale Darstellung der Gebäude und des lokalen ÖPNV. Dabei übergibt der Nutzer eine OSM-XML-Quelldatei an die Anwendung, welche zuvor von der offiziellen OSM-Website runtergeladen wurde. Innerhalb dieser Quelldatei sind alle benötigten Geoinformationen enthalten. Dies ermöglicht wiederum jeden in OSM verfügbaren Ort zu simulieren. Nachdem das Programm die Datei verarbeitet hat, kann der Nutzer den Ort innerhalb der Simulation im Flugmodus erkunden oder im Mausmodus mit den Stationen und Menüpunkten interagieren. Die Simulation wurde im Rahmen der Arbeit Entwicklung und Erprobung eines interaktiven 3D-Stadtmodells am Beispiel des Personennahverkehrswerks der Stadt Frankfurt entwickelt und soll in ihrer Ausprägung einen Mehrwert für verschiedene Nutzergruppen darstellen. Dabei sollen verschiedene Aspekte der Nutzung überprüft und diverse Simulationselemente implementiert werden, um die Erweiterbarkeit und Nutzungspotenziale vorzustellen. So im Großen und Ganzen, ich weiß, daraus kann man sich jetzt noch nichts groß jetzt irgendwie so ein bisschen erklären. Das Technology Lab, kurz auch TT Lab, besteht seit nunmehr 10 Jahren unter der Leitung von Professor Dr. Alexander Mehler am Fachbereich für Informatik und Mathematik der Goethe-Universität Frankfurt. Es entwickelt formale algorithmische Modelle mit dem Ziel, unser Verständnis der textbasierten Informationsverarbeitung zu vertiefen. Dies betrifft sowohl diachrone, sprachwandelbezogene als auch synchrone Aspekte der Verarbeitung sprachlicher und nicht sprachlicher multimodaler Zeichen. Das TT-Lab kooperiert mit einer Reihe von Geisteswissenschaftlerinnen, um eine Brücke zwischen der Informatik einerseits und der empirischen Forschung in der Geisteswissenschaften andererseits zu schlagen. Zu diesem Zweck entwickelt es Modelle und Algorithmus zur Analyse von Sprachenbildern und anderen für die geisteswissenschaftlichen Forschung relevanten Artefakte. Der Schwerpunkt der Forschungsarbeit des TT-Lab liegt somit im Bereich von natürlich sprachlicher Kommunikation und ihren vielfältigen Erweiterungen durch multimodale Zeichen. So also das Ganze, was das Ganze hier eigentlich darstellen soll. Das ist, wie gesagt, eine Bachelorarbeit. Und wir wollen jetzt am besten mal kurz mal reingucken, was das Ganze ist. Ich glaube, jetzt kann Phasus auch mitreden, denn es ist wirklich viel Text eigentlich. Ja, aber das, was wir jetzt gleich sehen, das war bei uns, wo wir das erste Mal das gesehen haben, eigentlich ziemlich überwältigend gewesen. Deswegen würde ich mal sagen, wir starten mal hier in das Programm rein, würde ich sagen. Evaluierungsversion, drücken Sie direkt auf Start, ohne eine Eingabe zu tätigen. Genau, ihr seht schon, Frankfurt wird automatisch geladen. Ihr habt hier bei der Hilfe die Möglichkeit, weitere Orte zum Beispiel zu importieren. Da geht ihr auf openstreetmap.org und dort könnt ihr euch dann, wenn ihr das Ganze hier im Tutorial oder praktisch hier in dieser Hilfenfenster jetzt praktisch so durchlest, könnt ihr euch dann eure eigene Stadt zum Beispiel hier importieren. Werden wir uns auch gleich noch angucken. Ich habe das Ganze soweit schon ein bisschen vorbereitet. Von daher werden wir jetzt aber erstmal Frankfurt angucken, denn das ist das, wo Alan das Ganze schon mal soweit vorbereitet hat. Deswegen laden wir uns jetzt am besten mal jetzt hier rein. Die Datei wird geladen. Das dauert hier immer so ein bisschen kurz. Ja, also nicht wundern, das ist nicht abgestürzt oder sowas. Hier gibt es keinen Ladebalken. Ihr müsst hier halt ein bisschen Ruhe haben erstmal, damit das Ganze richtig geladen wird. So, und hier gibt es die Steuerungshinweise. Die werden wir jetzt gleich mal ein bisschen abarbeiten.
Steuerungshinweise. Erstens, zwischen Maus- und Flugmodus wechseln. Das machen wir mit der Tab-Taste. Ihr seht auch, dass die Tab-Taste hier auch schon dargestellt wird. Also in dem Moment, wo ihr dann praktisch darauf drückt, könnt ihr diesen Modus dann praktisch wechseln. Der Flugmodus dient zur Erkundigung der Gegend. Es wird durch den Text, Sie befinden sich im Flugmodus in der oberen Leiste und durch ein schwarzes Fahnenkreuz in der Mitte des Fensters eingeblendet. Steuerungshinweise haben wir hier die typischen WASD-Tasten. Während Sie die X-Taste gedrückt halten, bewegen Sie sich noch vertikal, nur die Höhe wird verändert. Während Sie die Leertaste Space gedrückt halten, bewegen Sie sich nur noch horizontal. Sie können sich auf einer konstanten Höhe frei bewegen. Halten Sie die Umschalttaste Shift gedrückt, um sich schneller zu bewegen. Also, das werden wir auch gleich mal gucken, denn es dauert nämlich ohne die Shift-Taste nämlich doch ein bisschen lange. Und sonst gibt es jetzt hier noch Steuerung im Mausmodus, wo wir verschiedene Stationen uns anwählen können, praktisch um natürlich zu wissen, was für Stationen gibt es hier und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, auch das werden wir uns jetzt hier gleich am besten mal angucken. So, wir befinden uns jetzt, wie gesagt, halt in dem Programm oder in der Software, in ÖPNV-Simulation. Und ihr seht schon, wie das Ganze dargestellt ist. Leute, die natürlich jetzt aus Frankfurt kommen, und ich glaube, du kommst zwar nicht aus Frankfurt, Phasus, aber du warst schon mal da. Ja, das ist richtig. Also ich war schon mal in Frankfurt und kenne mich da auch einigermaßen gut aus. So, und deshalb werden wir jetzt mal so ein bisschen jetzt mal so über Frankfurt so gleiten. Und wir werden noch mal so ein paar Namen nennen. Vielleicht kann ja Phasus damit ja so ein bisschen was anfangen. Ja, wir haben natürlich auch noch so ein paar, Wir haben auch unten eine kleine Legende, die eingeschaltet ist. Rot ist für Bus, blau ist für Untergrundbahn, Straßenbahn, Zug, Eisenbahn, Stadtbahn oder eine ausgewählte Linie, sowie die Station, die wir hier auswählen können. Und sonst können wir hier oben halt noch ein paar Sachen einstellen. Zum Beispiel die Legende ausblenden, falls ihr die nicht braucht oder sowas. Ihr könnt die Gebäude hier ausblenden, damit ihr nur gucken könnt, zum Beispiel, wo sind die Straßen oder sowas halt. Ganz genau. Wir können das ganze Menü hier oben zum Beispiel ausblenden. Ne? Dann ist das ganze Menü weg. Und sonst haben wir noch den Dark Mode. Ja, nicht zu vergleichen mit dem Dark Mode, den ihr sonst kennt. Aber es ist halt, wie das Ganze hier dementsprechend halt verdunkelt wird. Einziges Cooler an dem Dark Mode ist, dadurch werden die Linien noch heller. Also man kann das Ganze direkt schneller verfolgen, als wenn der zum Beispiel der Light Mode jetzt an ist. Wirkt das Ganze dann dementsprechend natürlich noch ein bisschen, geht es ein bisschen unter durch das ganze Weiß halt. Hier können wir noch nach Station suchen, die Simulation abbrechen und nochmals, falls ihr es nicht verstanden hattet, die Steuerung könnt ihr dementsprechend auch nochmal drüber gucken. So, wir befinden uns jetzt im Mausmodus, das heißt, wir können uns jetzt hier eigentlich rein technisch gar nicht bewegen. Wenn wir jetzt die Tab-Taste drücken, seht ihr, ne, er springt halt um und wir können jetzt uns jetzt so frei bewegen, können jetzt so ein bisschen hier rumfliegen. Und ich, wie gesagt, ich habe jetzt keine Shift-Taste gedrückt und ihr seht, ne, das dauert schon eine ganze Weile. Das ist halt, ihr seht aber auch, das ist eine riesen Karte, die er hier geladen hat. Und das ist jetzt nicht so, dass jedes Objekt jetzt einzeln hinzugefügt wurde, sondern der lädt sich das halt praktisch aus dem Internet, lädt er sich das raus und platziert dort die ganzen Objekte halt hin. Also das ist eigentlich eine ziemlich beeindruckende Sache. War für uns teilweise gar nicht vorstellbar gewesen. Deswegen mussten wir das, ich und Phasus, selbst mal austesten. Ich mit Berlin, ja, und Phasus, du wahrscheinlich aus deinem Ort. Ja. Und wirklich, der platziert die Gebäude dahin, wo sie hingehören. Ja, und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also mit der Shift-Taste, wenn wir die gedrückt halten, können wir uns hier halt auch ein bisschen schneller bewegen. Und ihr seht, das sind halt wirklich 3D-Körper hier. Das ist so ein bisschen ziemlich cool, ja. Also hier sehen wir zum Beispiel auch, also für Leute, die halt nie in Frankfurt waren, ist es natürlich ein absolutes Highlight, mal so ein bisschen mal so über die Karte zu fliegen. Ihr könnt halt jede Stadt nehmen, jedes Dorf, ja. Gut, beim Dorf muss man natürlich gucken, ob die da halt diese Daten dafür da haben. Ja, aber wie gesagt, also eigentlich jede Großstadt ist eigentlich mit enthalten. So, können wir uns jetzt natürlich hier frei bewegen, ne? Können uns jetzt das Ganze jetzt hier angucken und hier sehen wir halt überall immer so eine Stationspunkte. Stationen, überall sind Stationen hier in Frankfurt. Und das können wir jetzt halt dementsprechend uns jetzt auswählen. Und zwar sind wir jetzt hier an der Europaallee. Und wenn wir jetzt uns wieder im Mausmodus befinden, können wir jetzt hier auf diese Haltestelle raufdrücken und ihr seht schon, es öffnet sich ein Fenster. Den Haager Straße. Okay. Das sagt mir jetzt persönlich nichts, ne? Wenn wir jetzt hier unten auf Global View raufdrücken, sehen wir, hier fährt die Buslinie 46 von Rebestock-Römerhof nach Sachsenhausen.
Ne? Also, falls ihr da sowas mal wissen wollt, dann könnt ihr das Ganze jetzt praktisch dementsprechend jetzt nachgucken. Hier ist jetzt aber nicht nur Bus, sondern das Ganze ist, funktioniert natürlich auch mit der Stadtbahn. Oder doch, das ist eine Stadtbahn, ne? U-Bahn oder eine Straßenbahn. Genau, können wir jetzt hier nämlich mal, sehen wir jetzt zum Beispiel an der Haltestelle Hauptbahnhof, ja, fährt eine Buslinie 33 von Frankfurt am Main Hauptbahnhof nach Westhafen. Ja, also wenn wir den zum Beispiel jetzt auch mal auswählen, ja, die Linie 33, sehen wir, es öffnen sich hier überall weitere Fenster. Das praktisch zeigt jetzt den Linienplan der Linien 33 an. Das, wenn wir uns jetzt hier jetzt über die Karte jetzt bewegen, würde er jetzt praktisch jetzt jede einzelne Haltestelle uns jetzt hier anzeigen von der Linie 33. Wir sind jetzt hier an der Main-Neckar-Brücke. Sagt ihr die was? Nee, sagt mir auch nichts. Können wir jetzt hier so ein bisschen rumfliegen und ihr seht hier, ne, Buslinie 33 nach Hauptbahnhof, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Weil hier steht gerade dran, ne? Ah, nee, der fährt hier irgendwie anders. Ah, okay, der fährt hier so durch die Häuser durch. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, das sollte jetzt so nicht passieren. Nehmen wir mal eine andere Bus, eine andere Bahnlinie hier oder sowas, irgendwie Buslinie. Was haben wir hier? Die U3 oder U1, nehmen wir hier U1 von Ginnheim nach Südbahnhof. Ja. So, wir sind jetzt aktuell am Willy-Brandt-Platz und sehen jetzt hier zum Beispiel, wie jetzt hier die ganzen Haltestellen jetzt hier anzeigt. Die Hauptwache, Eschenheimer Tor, Grüneburger Weg, Holzhausenstraße. Also wer zum Beispiel auch den Trainsimulator so ein bisschen gespielt hat, ne, der wird das wahrscheinlich auch alles kennen. Das ist immer schön, ne? Sehen wir hier zum Beispiel auch, wie hier immer diese Bahnen hier dementsprechend langfahren. Ne? Also das ist schon eine coole Sache. Da hat man nochmal so ein bisschen so das Feeling, ja, wo sie dann halt so ja, wie es halt praktisch so aussieht. Wir können dem Fahrzeug jetzt hinterher, wir können dem Fahrzeug leider nicht jetzt irgendwie beitreten oder beisteuern, wir können nicht selbst jetzt Hand anlegen an dem Fahrzeug, sondern sind jetzt so praktisch nur mit dieser Kamera jetzt praktisch dabei und können jetzt so praktisch dem Zug jetzt folgen. Die wurden übrigens alle eigens erstellt von Alan, ja, also ich glaube, ein bisschen so aus dem Internet hat er sich ein paar Modelle besorgt und hat sie dann halt praktisch hier mit reingefügt. Das Ganze ist auch komplett kostenlos, also es kostet nichts oder sowas. Ist vielleicht so für den einen oder anderen vielleicht schon sehr interessant. Ich habe tatsächlich Linien hier entdeckt, hier in Berlin, die wusste ich gar nicht, dass die existieren. Und das einfach mal so ein bisschen gucken, ja, das ist halt schon ziemlich überragend hier. Schweizer Platz hier haben wir jetzt. Dann haben wir hier den Südbahnhof. Achso, hier ist dann schon die Endhaltestelle von der U1. Genau. Das ist die Endhaltestelle des A-Stammstreckentunnels. Genau, also ihr seht, ne, das funktioniert hier. Ne? Also das ist schon eine ziemlich coole Sache. Und somit könnt ihr halt dementsprechend das euch Ganze mal so komplett einfach mal so angucken, ja, wie fährt er denn eigentlich? Und das Ganze, das wird halt komplett aus dem Internet genommen, ja, und wird dann praktisch hier in die Software hier eingefügt. Also das Ganze wird mit der Unity Engine entwickelt und wird hier praktisch reinprojiziert praktisch, ja. Also er lädt das halt aus dem Internet und gibt es dann hier in dem Programm wieder und dann halt dazu noch diese 3D-Objekte. Der liest halt wirklich alle Haltestellen aus, ja, und zeigt sie halt, ohne dass du halt irgendwie groß zutun musst. Irgendwie. Du machst halt nichts anderes groß. Wenn du den Dark Mode jetzt hier zum Beispiel anmachst, ne, sehen wir hier, ne, ist jetzt alles dunkel, die Fahrzeuge werfen so ein bisschen Licht oder sowas, ne, und wenn du jetzt hier zum Beispiel die ganzen Gebäude hier natürlich ausschaltest, ja, siehst du natürlich die ganzen Linien deutlich besser. Du kannst halt besser lesen, von wo nach wo fährt der Zug eigentlich. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Tramlinie 11 von Fechenheim nach Höchst. Höchst. Höchst, okay. Hier gibt es auch die Ebel-Weih-Express. Interessant. Nehmen wir mal die Straßenbahn, Tram 11. Und wir sehen hier zum Beispiel, ja, also ohne dass wir jetzt so groß was machen mussten, setzt er es sofort um und wir können jetzt hier der ganzen Straßenbahnlinie jetzt hier dementsprechend so ein bisschen folgen jetzt hier. Ne? Mönchhofstraße, Wickerer Straße, Rebstücker Straße und so weiter und so fort. Das, ja,
Warum gibt es das doch nicht in Lotus? Sowas gibt's doch nicht. Genau. Suchen wir nach einer Station. Sag mir mal eine Station. Ja, ich würde mal sagen, die Hauptwache ist sehr interessant. Die Hauptwache ist sehr interessant. Deswegen tippen wir jetzt hier einfach mal die Hauptwache ein. Bestätigen das Ganze mit Enter. Und dann könnt ihr jetzt hier unten auf den Pfeil, da gibt es einmal Frankfurt Hauptwache und Hauptwache. Wir gehen mal zur Frankfurt Hauptwache. Könnte vielleicht richtig sein. Und hier haben wir eine S8, eine S9, eine S2. Müssen wir mal gucken. Hier gibt es einen kleinen Bug leider. Den konnte er noch nicht wirklich rausfinden. Ihr müsst manchmal ein bisschen so unter der Karte gehen. Da werden noch mal ein paar mehr Haltestellen. Also ne, wenn wir jetzt über der Karte sind, hört es bei S2 auf. Wenn wir so ein bisschen unter der Karte gehen, sehen wir, dass es sogar noch eine S1, eine S3 und eine S4 gibt. Von Kronberg nach Langen, von Bad Soden nach Darmstadt, von Wiesbaden nach Rödermark und so weiter. Ne, also... Theoretisch müsste es sogar noch eine S5 und eine S6 geben. Ja, aber es ist halt die Frage, ist es jetzt halt die Haltestelle oder? Ja, ist die Haltestelle. Weil dahinter gibt es nämlich nochmal was. Ich guck mal ganz kurz. Aber tatsächlich, die wird nicht angezeigt. Also es ist weiterhin eine S6, eine S3, eine S5, eine S4, S1. Also wenn, dann wird's. Aber hier sind ja ein paar Haltestellenschilder. Naja, das ist so in Frankfurt, es sind vier Gleise, S und U-Bahn teilen sich im Prinzip einen Tunnel von der Hauptwache bis zur Konstablerwache und die U-Bahn fährt außen und die S-Bahn fährt innen. Deshalb gibt es halt vier Stationsschilder alleine für diese Richtung. Also ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel die Hauptwache jetzt mit der U7 und U6 offen. Genau, das ist jetzt der C-Stammstreckentunnel der U-Bahn. Und hier haben wir zum Beispiel auch nochmal U3, U1, U2... Und die U8 von Riedberg nach Südbahnhof, gesagt, kennt man alle, wenn man den 13er gespielt hat. Das ist halt schon witzig. Und das Ganze halt einfach mal so ein bisschen abzuklappern, wie das Ganze halt so ausschaut. Also ihr seht es, das funktioniert halt wunderbar. Enkheim, Braunheim, Heerstraße, Enkheim, Braunheim, Heerstraße, ja. Wir sind gerade am Zoo, Habsburger Allee, Parlamentenplatz. Ja. Parlamentsplatz, richtig. Entschuldigung. Gleich schon. Nein, also wie gesagt, also das funktioniert ganz gut. Wie gesagt, es ist auch ein Riesenabschnitt. Hier ist zum Beispiel der Hauptbahnhof, wie wir hier unschwer sehen können. Genau, Hauptbahnhof Frankfurt. Auch hier gibt es natürlich die sämtliche RBs, ne? RB61, RE60, IC62 und so weiter und so fort. Ja, also ist jetzt nicht nur für den richtigen Nahverkehr, sondern ist auch Fernverkehr mit drin. Ostseebad Binz, oh ja. Ja, es sind im Prinzip alle Linien, die auch in der Datenbank von OpenStreetMaps mit eingetragen sind. Die kann man hier mit simulieren, weil das Programm basiert ja auf den Daten von OpenStreetMaps. Und insofern ist es halt so, alles, was bei OpenStreetMaps angezeigt wird, wird auch hier in dem Programm angezeigt. Also das ist hier eher weniger Spielen, sondern das ist eher so für Informationen sammeln oder sowas, ne? Um erstmal mal zu gucken, so, ne, was bietet eigentlich, ist zum Beispiel... interessant halt, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeine Stadt fährst oder sowas, um einfach mal zu gucken, ja, wo bin ich überhaupt und was gibt's da für Anbindung? Sowas zum Beispiel, ne? So eine 3D-Oberfläche ist halt nochmal was anderes, als wie wenn du einfach so eine Karte in der Hand hast, so. Wenn du jetzt, ich als Berliner fahre jetzt nach Frankfurt, ja, steig jetzt hier am hier Hauptbahnhof Frankfurt aus, ja, und dann drückt mir jemand einen Plan in der Hand, ja, du stehst da und hast eigentlich gar keine Ahnung, ja, was da überhaupt alles existiert. Und so mit der Software kann man sich hier halt einfach mal schon sich so ein Bild machen. Ja, erstmal, wie sieht's hier aus, ne? So, ja, wie sieht es jetzt hier katastrophal aus hier am Hauptbahnhof? Ja, du weißt nicht, ja, Hauptstraßen und so weiter und so fort. Und dann kannst du hier gucken, okay, jetzt musst du erstmal, ja, weiß ich nicht, was gibt's denn so ein. Gibt's ein Touriz hier in Frankfurt? Ja, das Hauptgebäude der Europäischen Zentralbank. Aha. Station? Ostbahnhof. Ostbahnhof, na, das hört sich doch schon mal gut an. Ja, also dann tippst du jetzt hier Ostbahnhof ein. Und suchst jetzt mal den Ostbahnhof. Und da gibt es jetzt so dreimal. Es gibt eine Honselstraße, eine Sonnemannstraße und einen Ostbahnhof. So, und jetzt können wir hier zum Beispiel gucken, also die U6 fährt hier zumindest schon mal. Ja, zum Ostbahnhof. Das war's auch, ne?
Ja, an der anderen Haltestelle müsste auch noch eine Regionalbahn abfahren. Also hier ist auch noch mal was daneben. Da haben wir, achso, das ist die Sonnemannstraße. Ah, okay. Da hast du denn zum Beispiel Bus, die 31-Linie fährt hier, die Tram 11 nach Fechenheim. Nachtbus fährt hier auch, also auch Nachtbusse stehen hier drin, N62, falls du hier nachts ankommen solltest. Also man kann sich hier dementsprechend halt schon echt gut informieren. Und das, ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, so gerade für die neue Jugend, sage ich mal, die sowieso mit ihren Smartphones und Computers und Laptops und was weiß der Geier alles da jetzt so immer so rumrennen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ganze, dass ich kann mir da schon das Ganze gut vorstellen, dass das halt dann auch benutzt wird. Aber wir wollten euch ja auch mal zeigen, wie sieht das Ganze halt aus, ne? Weil jetzt ist das ja eine vordefinierte Karte, sage ich jetzt mal, ne? Also das ist auch die einzige Karte, die mitgeliefert wird. Wenn ihr euch das Paket runterladet, das Ganze ladet ihr euch über GitHub runter, ist das die einzige Karte, die dabei ist, Frankfurt erstmal, ne? Ihr müsst euch eure eigene Karte dann erstmal besorgen. Wie gesagt, dazu gibt es halt dieses Tutorial. Ist nicht so schwer, da geht ihr einfach, wie gesagt, auf OpenStreetMaps, wählt euch da euer Planquadrat aus, was ihr da haben möchtet. Ihr solltet aber nicht übertreiben, also versucht jetzt nicht komplett Berlin zu laden oder weiß ich, komplett München oder sowas, weil ich gehe mal davon aus, dass das Ganze dann so in die Brüche geht. Meine Karte, die ich jetzt hier soweit schon mir besorgt habe, die dauert schon eine ganze Weile und da ist das Ganze, ich glaube Steglitz oder sowas war das Ganze, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Das dauert halt auch schon lange. Steglitz.txt. Jetzt müsste die hoffentlich noch da drin sein, bitte. Ja, sie ist drin, ne? So, und einfach mal jetzt gewechselt. Naja. Wenn ihr die Datei runterladet, ladet ihr euch eine OSM-Datei runter, meiner Meinung nach. Die müsst ihr einfach umbenennen in TXT, also Textdatei. Und praktisch da abspeichern, wo ihr es hin haben möchtet. Gebt da praktisch dann euren Pfad ein. Aber wie gesagt, das steht alles halt wirklich eins zu eins, halt wirklich gut erklärt auch in der ganzen Beschreibung mit drin, wie ihr das Ganze machen müsst. Ich habe es jetzt in meinem Fall einfach auf die D-Festplatte geschoben. Die Datei ist auch einfach mal 600 MB groß oder irgendwie sowas. Ja, das kann schon ein bisschen dauern. Auch das Ganze aufbauen jetzt. Also nicht wundern, das Programm funktioniert. Ja, es arbeitet im Hintergrund, es gibt aber halt keinen Ladebalken. Was kann man noch dazu sagen zu ÖPNV-Simulationen? Ich gucke mal ganz kurz. Es gibt noch einen Bewertungsbogen, den ihr ausfüllen könntet. Das wäre auch auf jeden Fall eine ganz coole Sache, wenn ihr das machen würdet. Das würde nämlich das Ganze nochmal so ein bisschen unterstützen. Denn das Ganze, wie gesagt, ist ja eine Bachelorarbeit und die muss dementsprechend, ich sag mal, so ein bisschen bewertet werden halt. Und da sind halt so kleinere Fragen und Aufgaben drin. Wenn ihr die ganzen abarbeiten würdet, wäre das natürlich eine großartige Sache und das praktisch denn den Ellen einfach zukommen lasst. Das ist, glaube ich, ist auch eine Website. Ihr müsst nichts groß mit E-Mails verschicken oder sowas. Das ist auch komplett anonym. Also ihr müsst keine personenbezogenen Daten angeben oder sowas. Da braucht ihr keine Angst haben oder so. Das ist einfach so, ja, wie so eine kleine, wie nennt man das, Umfrage, ja, die halt anonym sind. Genau, also es handelt sich dabei um eine sogenannte Evaluation, also quasi eine Auswertung, beziehungsweise ihr seid dann halt diejenigen, die das Programm testen könnt. Und dann später könnt ihr halt eine Art Feedbackbogen ausfüllen, wo ihr dann halt sagt, was hat euch an dem Programm gut gefallen, welche Features könnte man vielleicht noch hinzufügen, was ist euch vielleicht schwer gefallen, weil da gibt es auch extra Aufgaben, die ihr lösen könnt, um quasi auch alle Ecken und Kanten des Programms einmal kennenzulernen. Und ja, es wäre halt echt cool, wenn ihr da unseren Studenten ein bisschen unterstützen könntet. Das Ding ist ja jetzt, dass das Ganze ja eventuell auch weitergehen könnte. Man könnte ja jetzt hier draus, könnte noch eigentlich echt viel entstehen. Wir sind jetzt, ich sag mal, ja, in Kinderschuhen. Man weiß noch nicht so 100%, wo will man damit jetzt hin.
Ne, also das Ganze erstmal schon allein dieses Auslesen dieser Daten aus dem Internet halt in der Software ist natürlich schon ein absolutes Highlight. Auch dass die ganzen Gebäude mit berechnet werden. Und ihr seht jetzt schon, Steglitz lädt jetzt bei mir, aber die Datei ist wirklich groß, deswegen lädt er extrem lange. Und es ist natürlich auch prozessorabhängig, also systemabhängig halt, ne? Also ein bisschen schwächeren Rechner und so, ne? Das kann das Ganze schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen anders laufen. Deswegen nimmt eure, wenn ihr so Kartenabschnitte ladet, nimmt nicht zu groß. Das ist einfach Wahnsinn, weil ihr manchmal dann einfach viel zu lange dann einfach davor sitzt, so bis das Ganze fertig geladen ist. Wie gesagt, man weiß halt noch nicht, wo geht's hin. So, was könnte man jetzt halt daraus machen? Was sind die Ideen, die von euch zum Beispiel da sind? Würdet ihr euch jetzt wünschen, dass man da mitfahren könnte? Oder weiß ich nicht. Sind noch mehr Daten vonnöten, die euch vielleicht interessieren oder sowas. Wie gesagt, das könnt ihr dann gerne mal hier unten in die Kommentare posten. Der Ellen wird sich das auf jeden Fall durchlesen. Und wie gesagt, am besten halt den Fragebogen, weil da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze halt dementsprechend nochmal zu erwähnen, halt, was zum Beispiel euch gefallen hat, was euch weniger gefallen hat. Und ihr könnt ihr einfach mal eure Ideen da jetzt einfach mal so sprudeln lassen. Ne? Wir hatten uns so ein bisschen ausgemalt gehabt. Zwar ist das jetzt die Unity Engine. Ich denke mal, das ist auch mit anderen Engines möglich, die ein bisschen, ich sag mal, leistungsstärker sind. Ne? Also ich selbst habe ja auch schon so ein bisschen mit der Unity Engine rumgefriemelt und so. Ne? Unity ist schon, die kann schon was, aber sie ist halt ja nicht so für, ich sag mal, komplexe Simulationsspiele ausgelegt. Aber durch dieses ganze Verfahren, stellt euch mal das jetzt zum Beispiel in irgendeine x-beliebigen Map-Editor vor. Ja, ihr wählt ein Planquadrat aus, sagt jetzt, so pass auf, das möchtest du geladen haben, und er lädt euch die kompletten Straßen und Gebäude schon fertig. Wie großartig wäre das? Ja? Also das sind so diese Ideengänge, die dahinter sind. Zum Beispiel, wo könnte man diese Software zum Beispiel auch einsetzen für Firmen zum Beispiel? Das wäre zum Beispiel auch eine interessante Phasis. Wo könnte man sie einsetzen? Ja, also ich denke mal vor allen Dingen für dispositionelle Dinge, also meinetwegen Fahr- und Umlaufplanung, dass man halt meinetwegen dort eingibt, vielleicht auch einen Fahrplan mit reinlädt in der möglichen Erweiterung des Programmes und dann quasi schon mal, wenn irgendwelche Baustellen sind, Umleitungen definieren kann. Und auch schon mal quasi simulieren kann, wie ein möglicher Betrieb unter äußeren Einflüssen, meinetwegen mal eine Streckensperrung oder mal mehr Fahrgäste oder sowas, wie das dann ablaufen könnte. Also hier zum Beispiel sind wir jetzt gerade bei mir um die Ecke Ostdorfer Straße, ne, der S-Bahnhof. Da ist mein Aldi wohl gemeinkaufen hier. Ja, da ist das Heizkraftwerk und so weiter und so fort. Ne? Hier hinten geht's nach Teltow weiter. Ne? Also mein Weg, wenn ich dann zur Real fahre. Mal gucken, Teltow müsste sogar auch noch drin sein. Lüb. Ja, es sieht gut aus, dass Teltow drin ist. Ja, genau. Zeppelinufer, ne? Ja, hier, genau. Zack, dann hier Kreisverkehr. Hier ist übrigens, ne? Hier fährt Omsi. Ja. X10 und so, ne? Hier gucken. Meine nächsten, hier ist die Wartestraße. Hier geht es dann wieder weiter Richtung joa, Kudamm und so, ne? Also, ihr seht, also ich habe jetzt wirklich eine Riesenkarte geladen. Also die ist jetzt wirklich schon, also da ist halt schon einfach mal Teltow mit drin. Ja, und ich glaube, der Kudamm müsste auch noch drin sein. Gucken. Also wenn der Kudamm drin ist. Ja, Bülowstraße. Hier sind wir schon mal an der Bülowstraße. Schon weiter als Kudamm. Ich glaube, ich habe Berlin doch geladen. Potsdamer Chaussee. Also ihr seht, also wenn ihr wirklich einen leistungsstarken Rechner habt, dann geht das scheinbar auch. Also da könnt ihr hier auch laden. Und auch hier, wie gesagt, hier funktioniert das. Ne? Wir drücken hier rauf. Wir sind jetzt U-Bahnhof Grumme-Lanke. Könnt ihr es jetzt anzeigen lassen. Hier gibt es die U3 Grumme-Lanke nach Warschauer Straße. Und ja, ihr seht das Ganze. Ohne dass ich jetzt irgendwas groß gemacht habe, lädt er das Ganze jetzt halt und wir könnten jetzt hier praktisch, ja, die U3 folgen. Einfach so. Hier ist die Argentinische Allee. Die furchtbare die Straße. So, Onkel Toms Hütte. Noch furchtbarer. Nein, also hier ist die Wilski-Straße. Das ist genau diese Ecke, die ich gar nicht mag. So. Na, aber naja, auch so eine Ecke gibt es hier halt. Ne? Aber ihr seht halt, ne? Also das funktioniert ohne Probleme. Und einfach, wie gesagt, einfach gewechselt. So, was haben wir jetzt hier? Bitscher Straße.
Hier fährt die Buslinie 110, zack, einfach gewechselt und jetzt können wir hier zum Beispiel der Buslinie 110 folgen. Großartig. Also das nenne ich doch einfach mal, das ist eine Informationsquelle vom Feinsten. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel, ich weiß ja nicht, gibt es den Alexanderplatz hier? Ist der noch drin? Alexanderplatz. Schauen wir mal, ob er den hier drin hat. Den hat er schon nicht mehr drin, okay. Aber kann jetzt auch sein, dass ich falsch geschrieben habe. Alexanderplatz. Wird der zusammengeschrieben? Ja. Ja, aber dann hat er den scheinbar nicht drin. Alexanderplatz. Was gibt's noch? Machen wir mal Köpenick. Gibt's Köpenick? Aber Köpenick dürfte nicht mehr drin sein. Köpenicker Landstraße gibt's. Athos Köpenick. Köpenicker, aber Dammweg ist doch eigentlich schon fast da hinten, oder? Plenterwald, genau. Also Plenterwald ist sogar auch drin. Alter Falter. Wie groß ist denn die? So groß habe ich den Ausschnitt gar nicht gemacht gehabt, ey. Aber hier hinten, seht ihr, hier hinten geht die Karte wirklich zu Ende. Also hier ist dann wirklich in dem Gelände, da lädt er dann halt nichts mehr. Die letzte Haltestelle, die jetzt hier noch lädt, ist Köpenicker Chaussee, Blockdammweg. Die Tram 21 fährt hier von Isbahnhof Schöneweide. Ne, also, wie gesagt, halt auch einfach mal schön zu sehen, dass ihr zum Beispiel, auch wenn ihr zum Beispiel so Karten nachbauen wollt oder sowas, einfach euch mal so ein bisschen so Quelldaten holen könnt, ne? Wie fährst du denn jetzt und alles sowas, ne? Also, ich finde das echt, echt gut gemacht, ja. Also, das ist halt wirklich, er lädt halt wirklich alles komplett automatisch, wie gesagt, schon alleine die ganzen Linien. Ihr könnt ja gerne, wie gesagt, selber euch davon einfach mal ein Bild machen, ladet euch das am besten einfach runter. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, packe ich euch das Ganze mit rein. Wie gesagt, das Ganze ist auf GitHub. Das ist ein RAR-Archiv, das ihr einfach zum Beispiel auf den Desktop packt oder sowas. Ihr müsst nichts installieren oder sowas, da ist leicht die Exe mit drin und dann starten. Bei dem einen oder anderen kann es passieren, dass ein Virenalarm anschlägt, könnt ihr aber zulassen, da ist nichts Verdächtiges bei. Also jetzt zum Beispiel bei uns, also bei mir war jetzt nichts gewesen, bei Alan wiederum war es denn gewesen. Also bei dem Entwickler selbst passierte dann, dass da eine Virenmeldung kam. Aber wo ich das Ganze jetzt gestartet habe, war nichts gewesen. Also ist wahrscheinlich wieder von Virenprogramm zu Virenprogramm wieder unterschiedlich. Also lasst euch da auch nicht täuschen, ja. Oder irgendwie jetzt verschrecken, dass da jetzt hier irgendwie ein Virus jetzt drauf kommt. Also um Gottes Willen. Noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe? Eigentlich nicht. Also ja. Unbedingt unten in der Videobeschreibung den Link austesten, da könnt ihr es gerne selber mal testen. Wie gesagt, könnt ihr auch gerne mal Berlin laden oder sowas, ne? Also dann könnt ihr einfach mal selber mal so ein Bild über Berlin machen. U-Bollenstraße, hier, die U8 fährt hier. Von U-Bahnhof Hermannstraße nach Wittenau. Ne? Zack, einfach mal. Und schon kannst du die ganze Linie folgen. Ja, fantastisch. Also, ich finde das fantastisch. Wie gesagt, macht euch da am besten selbst ein Bild von. Wie gesagt, es gibt sonst nochmal eine kleine Hilfe, wenn ihr jetzt wieder im Hauptmenü seid. Sollen wir auch kurz warten. Da habt ihr dann die Möglichkeit, da nochmal so eine kleine Hilfe, so ein Tutorial praktisch da abzuarbeiten. Und falls ihr halt was sucht, müsst ihr dann oben halt den Namen eintippen und ihr müsst Enter drücken. Und danach geht erst das Ganze mit dem Mauszeiger. Ja, hier Simulation starten und hier bei Hilfe. Ne? Und dann lest ihr. Erstens öffnet Webbrowser, Webseite OpenStreetMap. Wählen Sie die gewünschte Region, welche Sie simulieren wollen. Wenn Sie die gewünschte Region im Fenster befindet, exportieren Sie die Datei. Klick dazu auf die Export-Taste. Als nächstes Overpass-API. Das ist ja auch alles schön mit den Bildern hier gemacht. Hier, ne? Hier hat er zum Beispiel den Kartenausschnitt. Ne? Hier an der Stelle. Und hier drückt er hier auf das Overpass-API. Ne? Dann fängt er an runterzuladen. Das ist ja so eine Datei, die dauert halt immer ein bisschen, bis er das Ganze runtergeladen hat. So sieht das Ganze aus, wenn er es runtergeladen hat. Da steht einfach nur Map. Und ihr müsst da praktisch einfach da hinten nochmal ein TXT ranmachen. Und schon habt ihr eigentlich eine 600 MB, ja, also in meinem Fall jetzt eine 600 MB Textdatei. Und kopiert euch dann praktisch den Pfad raus. Auch hier hat er wirklich alles wundervoll hier mit den Bildern und sowas, sodass man nicht groß lesen müsste. Man kann sich schon die Bilder alleine durch angucken. Und ja, Bild 9.1, Bild 10.1, seht ihr dann praktisch, wie das Ganze dann funktioniert. Und dann könnt ihr halt eure eigene Karte dementsprechend reinladen, wenn ihr das möchtet. Ja, wir bedanken uns natürlich bei Alan, dass wir das Ganze mal testen durften, dass wir euch das Ganze vorstellen durften.
Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Wir werden das Projekt auf jeden Fall weiterverfolgen. Wir haben auch angeboten, dass wir auch weiterhin gern zur Verfügung stehen, dass, falls Fragen sein sollten, die sich gerne bei uns melden können weiterhin. Ellen ist ja jetzt nicht weg, wir haben ja weiterhin Kontakt und so weiter und so fort. Ne? Und ja, bedanken wir uns natürlich für das große Vertrauen, ja, was uns entgegengebracht wurde. Und hoffen natürlich, dass, wie gesagt, eines Tages mal hier vielleicht mal was komplett Interessantes entsteht. Man weiß ja nicht, was daraus so später mal passieren wird hier. Und noch ein paar Credits noch zum Abschluss. Diese Simulation wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit von Herrn Alan Smeitsch an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main entwickelt. Diese Arbeit wurde am Technology Lab unter der Leitung von Professor Dr. Alexander Mehler angefertigt. Die Betreuung dieser Arbeit erfolgt ebenfalls durch Professor Dr. Alexander Mehler. Herr Giuseppe Abrami beriet den Autor bezüglich technischer Aspekte. Die Grundstruktur für die Datenerhebung und Objektzeugung wurden aus dem Werk 10 Based Real World Map Data von Sloan Kelly entnommen. Für die 3D-Gebäudegenerierung wurde die Mapbox SDK für Unity verwendet. Das war auch das gewesen, was unten die ganze Zeit links in der Ecke stand. Die Anwendung basiert auf Daten des OpenStreetMaps-Projekts. Und ja, nochmal dann zum Abschluss: Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich 12 Informatik und Mathematik, Text Technology Lab. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr da so lange noch dabei wart. Falls euch das Ganze, wie gesagt, interessiert hat, unten in der Videobeschreibung der Link, guckt es euch an. Und falls euch das wirklich, wirklich gut gefällt, einfach bei der Umfrage mitmachen. Es wäre toll, ja, wenn da ein paar Leute sich wirklich ransetzen und da vielleicht, das dauert auch nicht lange, das waren 5 Minuten oder 10 Minuten waren das. Also das ist nicht wirklich viel Zeit, die ihr jetzt da investieren müsst. Also ihr müsst jetzt hier keinen riesen Text schreiben oder sowas. Es ist einfach nur ein Häkchen setzen und nächste, Häkchen setzen und nächste. Das wäre auf jeden Fall klasse, wenn ihr das Ganze so ein bisschen unterstützen könntet. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und hoffen natürlich, ja, irgendwann mal wieder was zu sehen von dem ganzen Projekt hier. Verabschieden uns, sagen danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.